Halli, hallö, hallüdüdeldüdöchen, YouTube. Was es soll, habe ich keine Ahnung, aber wir sind hier wieder bei Let's Play Tekkit. Und ich bin hier eigentlich draufgekommen, weil ich was craften wollte. Und dann bin ich allerdings draufgekommen, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil... Ja. Erkläre ich euch dann, wenn es Zeit ist. So. Also... Dass mein Craft nicht schwach sind, dass mein Hochkommen eigentlich nicht, weil ich habe trotzdem was mitgenommen. Ich möchte nämlich was machen. Was bauen in Minecraft. Also Tekkit. Oh mein Gott. Er ist das Böse in Person. Ja. Oder so irgendwie in Art. Habe ich das eigentlich? Nö. Schon offen gelassen da hinten. Habe ich eigentlich... Bisschen zu fahr schon, ja. Ach. Habe ich so gelassen, gut. Ich finde das auch immer schön, wie die FPS immer mal voll droppen, Alter. Und dann mal wieder voll hochsteigen. Von 0 auf 100. Teilweise wirklich so. Bei den Troll-Frames ist es wirklich so. Also gefühlte 0 Frames auf 100 auf einmal wieder. Das ist irgendwie... Java halt, ne? Na. Warte, warte, warte. Ah! Jawohl! Ich hab's getroffen. Ich hab's so gewusst, ich hab's gewusst. Ihr Schweine! Ihr Schweine, ernsthaft? Es sind sogar Schweine, das ist... Ich hasse sie! Ich würdige eure Überreste nicht. Kein bisschen. Ich würde sagen, schon mal genau Eisen und... Kupfer kann man es auch machen. Also nur Redstone und irgendein... Metall? Nee. Und Kupfer und Eisen. Okay. Das Blöde ist halt immer, wenn man einen dann schlägt, kann man alle auf einen zu, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass sie dann auf den Gleisen sind. Das ist so ein bisschen blöd, ne? Ja. Gut. Hier, zack, 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 zack. Hier grabe ich es einfach mal ab. Den Rest werde ich hier jetzt machen. Ist klar, irgendwie. Ich meine, ja. Naja, aber okay, ist nicht alles immer logisch, ne? Ist hier noch... Mal hier und dann muss ich eigentlich nur... Ja, ich weiß, es ist teilweise ein bisschen... nicht so allzu interessant, was man hier macht. Im alltäglichen... Tekkit-Leben wird nicht unbedingt interessanter, aber mein Gott, was soll man machen? Ich habe es ja schon mal angesprochen vor kurzem. Wenn man alles Uninteressante offscreen macht, wird es auch irgendwann für den Spielenden langweilig und dann ist es sehr schnell mal aus. Also das ist meine Ansicht. Natürlich wird es immer irgendwie eine Möglichkeit geben, was ganz Neues zu machen, aber jetzt halt immer mehr Arbeit. Ich hoffe, dass ich wirklich noch genug Saft habe, weil sonst bin ich gerade ein bisschen scheiße dran, ne? Okay, geht noch. Halb voll ist er noch.
Obwohl ich eigentlich hier sagen müsste, halb leer, weil ich da doch ein bisschen... bisschen pessimistischer bin als sonst so, aber naja. Achso, ja, und ich habe da irgendwie die Hälfte da drin und die andere Hälfte da drüben irgendwo in einem gelben Bag. Total schwachsinnig, aber... ja, was soll's. Ist doch egal. Ich spiele auch nicht professionell, das wär's ja noch. Du willst mich doch verarschen. Diese Viecher sind verabscheuungswürdig. Hast du schon geladen? Ja. So schnell kann's gehen. Ich will deinen Scheiß nicht! Sind überhaupt die Schlimmsten. Die sind schlimmer als jeder Drogendealer und Lehrer und sonst was. Die drehen... Zuerst greifen sie einem an und dann... dann auf einmal wollen sie ihm das ganze Zeug andrehen. Ist klar, ne? Und zuvor schreien sie einen auch noch blöd an. Diese... Bastarde... um einfach mal ein passendes Wort eingeworfen zu haben. Powertrack, das brauchen wir jetzt nicht, genau. Ach, ich baue einfach zuerst mal alles ab, dann kann ich alles reinpacken und fertig. Das geht sich knapp aus, würde ich mal behaupten. Huh. Sehr knapp nicht, okay. Auch schön. Ja, das wollte ich jetzt unbedingt machen. Bisschen Zeit verschwenden, ich meine, oh ja, warum nicht? Damit es schnell geht, ich habe ja extra hier so Dingen. Halt ein bisschen schneller. Ach ja, jetzt kann ich hier so. Zack, zack. Und jetzt mittlerweile sollte es auch schon genügend aufgeladen sein. Genau. Danke sehr. Ich nehme einfach mal so hier da alles raus. Da, die Hälfte sollte reichen. Sonst, bräuchte ich noch... Genau, und den einen vergesse ich natürlich wieder. Die Texture Track. Und eigentlich bräuchte ich noch einen zweiten. Es ist so... ich bin Brillanz in Person. Es ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist das. Also da. Fällt einem ja immer in die Hände, stimmt. Ganz vergessen. Dann hier wieder. Hier war kurz die Textur von den normalen Tracks geladen. Auch richtig angehalten. Ich kann's einfach, ne? Ja, du kannst nicht mal. Ja, ich denke, ich werde dann jetzt mal einen Fackellauf machen. Also nicht den brutalen, sondern den ganz netten und so. Wird das wieder automatisch nachgeladen, bla bla bla, kennen wir ja. Auch geil. Oh.
Ach, ja. Und nicht weg. Schön. Wie ich es liebe. Werde ich später ausprobieren. Wie sich die ganze Situation wieder ein bisschen abgekühlt hat. Also, ja, nee, nicht wirklich. So, hier. Ach komm. Hier so bla bla. Genau. Die brauche ich nicht mehr, aber ich brauche noch zwei davon. Perfekt. Geht das so? Ich weiß es nicht. Aber ich wollte es einfach mal so machen. Ja, geht so. Aber ich werde es, denke ich, noch ein bisschen anders machen. Ja, mal. Nee, okay, ich werde es nicht anders machen. Halt zu. Und jetzt noch der versprochene Fackellauf. Wenn ich sie dann mal finde, genau. Sollte vorerst mal reichen. Drei. Dazwischen sollte reichen. Ich muss mir das genau hier. Oh mein Gott, machen wir mal T2, ist erwischt. Ist es noch symmetrisch? 2, 4, 5. Muss ich dann so. Leck mich. Warne dich, wehe, du sprengst mir hier irgendwas. Okay. Diese Mistviecher haben es nicht anders verdient, als zu sterben auf alle erdenklichen, qualvollen Weisen. Da hinten hat er mir schon wieder was rausgeschossen. Dieses Mistvieh. Das ist noch die nette Variante, ne? Das sind so ziemlich die einzigen Viecher, die mich so richtig derb aufregen. Es geht eigentlich nicht mehr schlimmer. Wenn es irgendwas Schlimmeres gibt als das, dann höre ich auf zu spielen. Das ertrage ich dann nicht mehr. Ach nö. So. Ja. Gut. Mal hier mal. Ich müsste mir wieder ein paar Highspeed-Tracks nachbauen. Aber ich denke mal, dass hier.
Sorgen die eigentlich auch für Licht in dunklen Umgebungen? Fast wie eine normale Fackel eigentlich. Ups. Hier können wir ja schon rein. Ich muss ja auch nur beim Dingens HS fahren. Also Highspeed. Von denen, vor denen sicher sein, vor diesem Rumgenerve und alles. Ansonsten ist es ja relativ wurscht. Oder hier so? Nee. Brauche ich wahrscheinlich nicht. Gerade habe ich die ein bisschen zu weit vielleicht auseinander platziert habe. Hier sollte es noch reichen. Ja, auch, hier auch. Hier eigentlich auch, ja. War wohl nur Zufall oder Bugging oder was auch immer, dass der hier drinnen war. Aber ich denke mal, das werde ich jetzt dann standardmäßig neben allen HS-Tracks machen müssen und auch direkt machen werden tun. Zweimal im Stehen verfehlt, das ist euer Rekord. Und dann hier nochmal. Ich würde sagen, das reicht vorerst. Könnte ich eigentlich noch... Ja. Nicht so wichtig, ne? Gut, dann kann ich ja jetzt eigentlich das wieder richtig anordnen erstmal. Und ich fahre einfach da vorne los, weil da habe ich zuverlässigen Speed Gain. Oh. Total denklich und so. Oh. Und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinfahre, also bleibe ich hier einfach mal stehen und beende hier diesen Part in unserer schönen Schaltung, Kreuzung, was auch immer, die guterweise in alle Richtungen funktioniert. Yay! Ich zeig's nochmal kurz. Hehe. Zack, zack, dann fahrt man da. Zack, zack, da. Zack, da. Und zack, da. Ja, diese Kreuzung gefällt mir. Die sieht ein bisschen technisch aus, aber das haben geregelte Kreuzungen mit Gleisen so an sich, dass die ein bisschen technisch aussehen. Allein schon wegen diesen Dingens und so. Ja, das war super. Schön. Gut. Auf jeden Fall sind wir dann jetzt wirklich mal am Ende dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Ciao.